Das Gitarrenspiel hat er sich autodidaktisch beigebracht und damit eine Weltkarriere begonnen. Zahlreiche Klassiker wären ohne ihn undenkbar gewesen. Von Verdi bis Le Rêve. Und nun hat er eine neue Doppel-CD veröffentlicht. Ein Jahr nach einem eigenen Akustikgitarrenalbum. Und die Lust auf Musik ist weiter ungebrochen. Ricky King ist heute zu Gast bei mir in Ollis Welt. Und sie machen nun schon seit vielen, vielen Jahren Musik und blicken damit auf eine lange Geschichte und viele tolle Instrumentalstücke zurück. Wie kam es denn zu dieser großen Leidenschaft zur Gitarre zu greifen? Denn bei Ihnen gab es ja nicht den klassischen Gitarrenunterricht. Naja, also begonnen hat es so mit 10 Jahren. Da habe ich mich begeistert, wie viele junge Leute damals für Elvis. Ich war zwar noch gerade mal 10 Jahre, aber meine Schwester war so ein Fan und die war schon etwas älter und hatte auch die Schallplatten. Und da war ja die Gitarre auch ein wichtiger Klang, der die Rock'n'Roll-Musik unterstützt hat. Und dann danach kamen eigentlich die ersten Instrumentalgruppen. Da gab es dann die Shadows. Und die Shadows haben mich sehr, sehr begeistert. Dieser Gitarrenklang, der so speziell war, man hat ihn sofort erkannt. Und das war dann so auch mein Beginn, dass ich Unterricht genommen habe, so bei einem Geigenlehrer, der kaum Gitarren spielen konnte. Das gab es damals noch nicht so. Aber er konnte mir einige Griffe zeigen und so hat es dann begonnen mit der Gitarre. Aber ab wann war Ihnen klar, das soll nicht nur ein Hobby bleiben, sondern etwas Großes daraus entstehen, zum Beispiel ein Beruf? Nun, es ist ja so, damals hat man noch nicht so gedacht wie heute DSDS, dass man gleich große Stars wird oder so. Nein, für mich war das erstmal das Instrument. Ich habe einen normalen Beruf erlernt, dann erstmal Rundfunk und Fernsehtechniker und habe aber immer Gitarre gespielt nebenbei in Bands. Und erst als ich diesen Beruf hatte, weil meine Eltern auch darauf bestanden, was Richtiges zu lernen. Damals hat man ja nicht gedacht, dass man mit Musik auch leben kann oder Geld verdienen kann. Und ich habe dann, als ich das abgeschlossen hatte, dann bin ich auf Karlsruhe, auf die Musikhochschule gegangen, habe klassische Gitarre studiert, weil mich das so begeistert hat, überhaupt die Gitarre, die Vielseitigkeit, also von der Elektrogitarre, aber hauptsächlich dann auch die klassische Gitarre. Und da habe ich dann auch Segovia und solche Leute wie Julian Bream und so weiter kennengelernt auf Schallplatten. Das hat mich sehr, sehr begeistert. Und recht schnell haben Sie dann in einer Band gespielt. Und diese Band, die im weiteren Verlauf auch sehr erfolgreich war, was ja dann wiederum bei Ihnen der Startschuss zur Musik mit den ganz großen Stars war. Richtig. Also ich habe immer so in Amateurbands gespielt. Aber dann, als ich studiert habe, kam dann ein Kollege, mit dem ich da auch im Studium war. Er hat Saxophon gelernt damals. Und der ging nach Mannheim zu der Band Joy Unlimited. Das war die Band von der Joy Fleming. Und als sie ab und zu mal einen Gitarrist brauchten und zusätzlich, haben sie mich eingeladen, ins Studio zu kommen und mitzuspielen. Und daraus hat sich dann ein fester Job entwickelt, wo ich dann fest bei der Gruppe Joy Unlimited oder später auch Hit Kids, ja, sind zweigleisig gefahren. Als Hit Kids haben wir diese kommerzielle Musik gemacht, haben auch große Stars begleitet und im Studio gespielt. Und als Joy Unlimited haben wir dann eben diese Rockschiene gespielt. Joy Fleming zu begleiten und das als junger Mensch, wie war das damals für Sie? Ja, die Joy war schon von Jugend an eine ganz großartige Sängerin. Und für mich war das, sie hat sogar bei mir, ich hatte mal eine Gesangsschallplatte gemacht, da hat sie bei mir sogar im Chor gesungen. Also sie war sehr freundlich und es war sehr angenehm in dieser Gruppe überhaupt, weil sie sehr diszipliniert und, wie soll man sagen, sie sind nicht so diesem Rock'n'Roll verfallen, wie man so sagt, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, sondern sie waren eine Band, die wirklich auf die Musik Wert gelegt hat. Und irgendwann kam es dann zur Zusammenarbeit mit Costa Cordalis. Erzählen Sie uns doch davon mal ein wenig. Ja, also wir waren erstmal als Hit Kids Begleitband von Bernd Klüver jahrelang und dann, als der Bernd nach Mallorca ging und dann hat der Manager von Costa Cordalis hat eine Band gesucht für ihn, eine feste Band und das waren wir eben, weil wir eben große, große Erfahrungen hatten, was so Begleitgeschichten, Noten und Studioarbeit betraf. Und mit dem Costa waren wir dann auch jahrelang unterwegs, ein ganz lieber Kumpel und es war ein absolut Vollblutmusiker, der das ganz ernst genommen hat, hat tolle Titel, tolle Stimme gehabt auch, hat auch Gitarre und Bouzouki gespielt,
hat mir dann auch eine Bouzouki aus Griechenland mitgebracht, weil ich auch dann die zweite Bouzouki gespielt habe. Und so haben wir über Jahre viel, viel Freude gehabt, bis dann die Gruppe sich aufgelöst hat, die Gruppe Hit Kids Join Limited, weil die zwei Musiker aus der Band, die mich dann auch oder die meine Produzenten waren auch Produzenten vom Costa, und die hatten dann so viel zu tun, dass sich die Band als solches aufgelöst hat und jeder dann sein spezielles musikalisches Statement abgegeben hat, indem man verschiedene Dinge gemacht hat. Und in diese Zeit fielen dann ja auch Ihre großen Erfolge. Und dann gab es mal eine Talkshow, in der Sie eine besondere Geschichte erzählt haben, nämlich die, dass die Zuschauer Ihre Musik hören wollten, obwohl Sie in der Band von Costa Cordalis waren. Ja, also wir waren auf großer Tournee, Costa Cordalis Tournee, und ich hatte so einen kleinen Blog, wo ich so zwei, drei Titel gespielt habe. Ne? Und immer wenn er die Band vorstellte, also vorher war ich einfach nur der Gitarrist im Hintergrund mit der Band, und dann hat er die Band vorgestellt, im Einzelnen, die Instrumente, und dann kam er zu, und an der Gitarre Ricky King, und das Publikum hat getobt. Also es ist wirklich wahr, der Titel Verde war so ein wahnsinnig großer Erfolg. Das Publikum hat wirklich mit den Füßen getrommelt und gemacht, und mich hat er dann vorgestellt, dann habe ich meine drei, vier Titel gespielt, und dann kam er wieder und wir haben zusammen etwas gemacht, so ein Rock'n'Roll-Medley, und dann bin ich wieder in den Hintergrund getreten. Aber der Erfolg war also gigantisch. Ich war dann auch in zwei seiner Fernsehsendungen, war ich auch immer wieder solistisch dann auch tätig, wenn er uns vorgestellt hat. Die Welt der Stars und Sternchen, das ist Ollis Welt bei Radio 700. Und vor dem Song haben wir gerade so ein bisschen über Verde gesprochen. Zumindest haben Sie den angesprochen, den haben wir ja am Anfang der Stunde schon gehört. Und wie entstand der damals? Das war ja international richtig erfolgreich. Ja, also wir hatten die Idee, wieder mal eine Gitarren-LP zu machen, weil das, was die Shadows und die anderen Gitarrenbands gemacht haben, war ein bisschen in den Hintergrund getreten durch verschiedene musikalische Richtungen, Änderungen. Ne, gab es dann so verschiedene Richtungen, wo das einfach nicht mehr so gepasst hat. Und dann hatten wir die Idee in den 70er Jahren, wieder so etwas mal zu probieren, weil wir ja viel im Studio waren. Keiner hat aber daran gedacht, dass es so ein Erfolg wird. Und da gab es einen Titel, Verde, den die Oliver Onions mir angeboten haben, bei denen ich auch in Italien, in Rom eingeladen war später. Dieser Titel war in Italien schon als Instrumentaltitel veröffentlicht worden, aber mit Synthesizer. Und ich hatte halt die Idee mit der Gitarre, und zwar mit diesem Echo. Das war so, irgendwie ging das ins Ohr und hat man sofort erkannt. Und dann wurde das erstmal so gespielt, Vierteljahr, und wir waren ja immer unterwegs. Und eines Tages waren wir mit der Paola und mit dem Costa in der Bader-Tournee und hatten zwei Tage frei. Paola ist nach Hause in die Schweiz geflogen und kam dann zurück. Als wir wieder zusammen waren, saßen da zusammen, sagt sie, weißt du, dass du in der Schweiz Nummer 1 bist und in Österreich auch? Ja, ach schön, mir wurde das gar nicht bewusst, was das bedeutet, dieser Erfolg. Aber wir haben uns dann sehr gefreut darüber, und dann hat sich die Dinge eigentlich so entwickelt, dass es immer weiter ging. Ein Song, der ein Grundstein für eine ganze Serie an großen Titeln war, die allesamt in den Charts gelandet sind. Was war damals anders? Denn heute kommen ja Instrumentaltitel nicht so schnell in die Charts. Im Prinzip ist das ja heute eigentlich nicht mehr vorstellbar. Ist richtig. Ich meine, damals war man halt einfach offener für alle Musikrichtungen. Man hat viel im Rundfunk gehört, Fernsehen geguckt. Da gab es eben noch nicht die Digitalisierung, wo man alles anhören kann und so. Und ich weiß nicht, wie das war. Irgendwann, so in den 2016, ab da wurde die Instrumentalmusik mehr oder weniger fast gestrichen aus allen Funkhäusern und Programmen. Warum das auch immer ist, Generationen ändern sich, Redakteure ändern sich, aber bis dahin war es enorm erfolgreich. Ich hatte ja dann mit Le Rêve einen weiteren Hit, ich hatte mit Halle, Hey Louise, Fly With Me to Malibu, also Titel von Dieter Bohlen ja auch, ne, wo er die erste Goldene bekommen hat. Halle, Hey Louise hat er die erste Goldene bekommen. Und also da war das noch alles sehr, sehr erfolgreich, auch andere Instrumentalisten natürlich. Und dann irgendwo, wenn man eben nichts mehr hört in den Medien, dann
können die Leute auch nicht sich begeistern dafür. Ja, das ist so richtig, ja. In den Radiosendungen damals, bei uns zum Teil auch noch heute, wurden ja Instrumentaltitel am Anfang und am Ende jeder Sendestunde verwendet. Auch von Ihnen. Gab es da Sendungen, bei denen Sie sich besonders gefreut hatten, dass Ihre Stücke da Verwendung gefunden hatten? Also bei uns natürlich Stuttgart, der Sender SWR, hat sehr, sehr viel gespielt. Da wurden aber auch die Titel gewünscht. Das Publikum hat angerufen und hat die Titel gewünscht und man musste sie spielen. Dann Frankfurt natürlich, Hessischer Rundfunk, dann WDR. Also im Prinzip alle Sender hatten damals Instrumentalmusik gespielt und das war ja auch angenehm. Ich muss sagen, nicht langweilig als manchmal, weil wenn ich Auto fahre, sonst wie Radio höre und es sind nur Gesangstitel, so war das dann immer mal wieder was anderes dazwischen. Es war vielseitiger, aber so ist halt, die Dinge ändern sich, da hat man keinen Einfluss drauf. Sie hatten vorhin kurz Songs von Dieter Bohlen angesprochen. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit ihm? Er hatte ja seine Karriere auch mit Schlagern begonnen. Ja, Dieter Bohlen war natürlich immer ein ganz fleißiger Typ und hat sich immer umgeschaut, für wen er Titel schreiben kann. Und da ich eben damals als Instrumentalist so groß war und bekannt war, hat er uns auch Titel geschickt. Und da war eben der erste Halle Heloise. Und das war wieder etwas anders gemacht wie die reine Instrumentaltitel, denn da war ja auch so ein Chorgesang mit drauf, der diesen Titel gesungen hat, Halle Heloise. Und wir fanden das ganz interessant, auch die Firma hat mitgespielt und dann haben wir das veröffentlicht und der Dieter Bohlen hat es fertiggebracht oder zumindest mit auch fertiggebracht, dass es im Musikladen, das war eine ganz bekannte große Sendung, wo einmal im Jahr deutsche Interpreten drin waren, sonst nur internationale, und hat mich da reingebracht. Und da war auch ein Chor dann dabei. Und da haben wir uns auch zum ersten Mal getroffen in Bremen in der Sendung. Ich kannte ihn ja persönlich nicht, nur am Telefon. Und da haben wir uns getroffen und von da an haben wir immer mal wieder Kontakt gehabt. Und wir saßen im Hotel und er hat gesagt, wenn er nur einmal so Nummer 1 Hit hätte. Und dann hat er dann, durch mich hat er dann mal also einen ganz großen Erfolg gehabt und anschließend ja später mit seinem Freund oder naja, da hat er ja dadurch diese poppige Schiene dann gemacht und hat riesen Erfolg gehabt. Aber wir haben uns immer mal wieder damals gesehen und er sagte zu mir auch noch, ich habe alles probiert, ich habe für Roy Black geschrieben, ich habe für den und jenen und auch ich komme jetzt nicht auf den Namen von seinem Thomas Anders. Da haben sie erst Deutsch gemacht. Mhm. Und da hat er sich immer gewundert, das zieht nicht, das läuft nicht. Da hat dann diese englische Schiene versucht und das war dann der Knaller. War aber immer sehr sympathisch damals, muss ich sagen, der Dieter, und wir haben uns gut verstanden. Was muss ein Instrumentaltitel haben, damit er heute erfolgreich wird? Das kann, glaube ich, niemand sagen, auch ich nicht, weil man kann die Gefühle und die Umstände der Menschen, was sie gerade anspricht, nicht vorhersagen. Keiner hat einen Hit geschrieben mit Absicht, das wird ein Hit. Das entscheidet immer das Publikum. Und der Geschmack des Publikums, die Gefühle, spielt halt immer eine Rolle, von der Zeit abhängig, was geschieht in der Welt, was für ein Trend ist gerade da. Wie sind die Gefühle? Also da kann man wirklich, ich meine, Sie haben ja auch Ihre Erfahrungen. Sie bekommen sicher auch viele Briefe oder was auch immer, Reaktionen. Es ist nicht vorhersehbar und ich kann mir nicht vorstellen, ob es jetzt im Moment also einen Instrumentaltitel so schaffen würde. Vielleicht passiert mal wieder etwas Außergewöhnliches, dass ein bestimmter Instrumentaltitel irgendwo im Fernsehfilm oder im Kino oder also oft gespielt wird. Man muss es oft hören und man muss etwas haben, was die Menschen sofort erkennen. So irgendeine Idee. Aber man kann es nicht voraussagen. Ganz sicher nicht. Dann lassen Sie uns doch mal auf Ihr aktuelles Album schauen. Sie blicken mit dem in die Zukunft, aber auch in die Vergangenheit. Es klingt erstmal so ein bisschen nach einem Best-of-Album. Es ist aber irgendwie auch keins. Beschreiben Sie mal mit Ihren eigenen Worten, damit wir uns ein Bild davon machen können. Ich habe ja über 400 Titel aufgenommen. Das ist also Wahnsinn, wenn man das so sieht. Und ich habe natürlich dann aus vielen Titeln so etwas, eine Mischung herausgesucht. Und sie soll eben einmal erinnern an diese ganze Instrumentalmusik. Sie soll
unterschiedliche Gefühle ansprechen, also wie glühender Sand, das ist so ein bisschen spanisch angehaucht, Urlaubsstimmung, aber dann auch wieder zum Beispiel drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ist wieder eine ganz andere Schiene, da geht es nur um Gefühle, tiefe Gefühle oder rot sind die Rosen. Und dann sind eben wieder auch Melodien drauf wie FBI von den damals, von den Shadows oder Bonanza, wo wieder was ganz anderes ist, beschwingt, freudig, poppig. Und so soll es eigentlich so zeigen, Reggie King über diese vielen Jahre, ich habe, wie gesagt, über 400 Titel aufgenommen, das kann nur so ein Ausschnitt sein. Natürlich, Le Rêve und Verde sind mit drauf und das ist auch wichtig, weil das ist so meine Visitenkarte sozusagen. Und unter den ganzen Titeln, die wir auf dem Album finden, gibt es da einen, den Sie ganz besonders mögen? Das ist natürlich unglaublich schwer, aber ich muss sagen, ich bin auch stimmungsabhängig oder unterschiedlich in der Stimmung. Also mir gefallen so romantische Melodien, also Melodien einfach, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Melodien, die das Herz ansprechen, das ist eine ganz schwierige Sache, das kann man nur vermitteln, wenn man selbst dieses Gefühl hat. Und da unterscheidet sich, muss ich mal kurz erklären, es gibt ja viele Gitarristen, es gibt viel im Internet, eben auf YouTube und so weiter. Aber wenn Sie das mal genau betrachten, hören sich mal die Titel an und da stellt man fest, wie das interpretiert ist, ob da Gefühle drin sind oder einfach nur eine Melodie gespielt wird. Das ist ein großer Unterschied. Und dann eben auch diese poppigen Titel, die Freude bereiten oder zum Beispiel wie FBI, das ist eine Erinnerung eben in die Zeit, wo die Gitarrenmusik ganz groß war. Und so habe ich die Titel auch ausgesucht und für mich zählt sowohl sehr gefühlvolle Titel, aber auch richtig wie glühender Sand. Das ist jetzt wieder ein Titel, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Den habe ich ja selbst geschrieben. Und ich bin auch so ein bisschen Spanien-Fan. Im Urlaub war so oft in Spanien. Und diese Flamenco-Musik und alles hat mich damals auch schon begeistert. Und darum ist dieser Titel entstanden. Und wie können wir uns die Entstehung von solchen Titeln vorstellen? Sitzt man da in Spanien bei einem guten Glas Wein oder liegt am Strand und plötzlich hat man da eine Idee? Oder nehmen Sie die Erinnerung mit und schreiben Sie es dann in Baden-Württemberg zum Beispiel? Nein, ich habe das schon in Spanien gemacht. Ich habe immer eine Gitarre dabei, Akustikgitarre. Und dieser glühende Sand, das war die Idee, wenn man an den Strand geht und so in der Mittagssonne und der Sand ist wirklich heiß. Und da kam mir so die Idee, glühender Sand. Und es muss etwas Spritziges sein. So, und das habe ich mir dann gleich im Hotel danach abends, wo man ins Hotel kam, habe ich mir gleich so den Gedanken aufgeschrieben und auch so die erste Melodiephrase und so habe ich mir dann notiert. Oder auch, man nimmt ja dann auch, damals hat man halt eine Musikkassette mitgenommen oder so, wo man dann etwas aufgenommen hat kurz. Und nun ist ja ein Doppelalbum entstanden mit unterschiedlichsten Songs. Wird man sie mit diesen Titeln auch wieder live erleben können? Also ich habe, Sie wissen ja, selbst durch Pandemie, durch das Corona, ist alles erstmal verloren gegangen. Wir hatten eine Tournee geplant, die mussten wir zweimal verlegen und dann letztendlich wurde sie abgesagt. Ich hatte Fernsehtermine, die wurden abgesagt. Ich hatte Auftritte, die wurden abgesagt. Also es wurde alles stillgelegt. Dann das Erste, was ich jetzt wieder gemacht habe oder eingeladen wurde, war bei Andy Borg. Januar oder irgendwann, da hatte ich also nochmal eine Sendung bei Andy Borg. Und jetzt langsam beginnt's wieder. Und ich hoffe, dass ich da doch einiges wieder machen kann. Wobei, Sie dürfen auch nicht vergessen, ich habe das jetzt schon über so viele Jahre gemacht. Ich habe jetzt auch ein Alter erreicht. Da muss man nicht ständig unterwegs sein. Es macht Spaß und ich mache es gern, aber nicht so, wie es schon mal oft war, dass man das ganze Jahr unterwegs ist. Und da Sie ja gerade die Pandemiezeiten angesprochen haben, Sie hatten da auch ein Album rausgebracht, welches leider, muss man sagen, etwas untergegangen ist. Auf dem haben Sie Akustikgitarre gespielt. Erzählen Sie uns doch darüber ein wenig. Richtig, das war das Album What a Wonderful World. Und es war eben diese Zeit, wo alles so ein bisschen unsicher war. Jeder war zu Hause und auch die... Sie wissen ja selbst mit der Natur, dass da vieles geschehen ist. Friday for Future und so, diese Aktionen. Und da kam mir die Idee, wir haben eine wunderschöne Welt und man muss sie pflegen. Und das war der Gedanke auch, diese CD zu machen und zwar mit Akustikgitarre, weil das mal was anderes ist. Es ist sehr intim, also das Instrument ist sehr gefühlvoll, sind ja nur Nylonsaiten.
und das spricht die Gefühle sehr stark an. Und da habe ich wirklich mal das, was ich auch als Hobby oder was ich immer gelernt habe, klassische Gitarre gespielt. Und da sind auch 12 Titel sind mit Orchester. Und dann sind aber immer mehr 4 Titel immer auf jeder Seite mit reiner klassischen Gitarre. Das heißt, da ist zum Beispiel La Paloma, da ist kein Orchester, keine Begleitung dabei, nur gezupfte klassische Gitarre, wie man das so macht. Also es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Doppel-CD. Ich höre mir die selber immer wieder gern an, weil sie hat immer wieder Farben, die einem irgendwie berühren. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, genau sich so entspannen beim Glas Wein und hinsetzen, das zu hören. Wie sehr haben Sie sich mit dieser CD einen eigenen Traum erfüllt? Ja gut, ich hatte ja schon mal eine LP gemacht mit klassischer Gitarre, aber mit großem Orchester. Und das war jetzt eben die Möglichkeit, jetzt durch die Pandemie, wo alles ein bisschen ruhig wurde, mich hinzusetzen, mir Zeit zu lassen für diese klassische Sache. Und es hat mir viel, viel Spaß gemacht, weil man hat halt unterschiedliche Gefühle. Und wenn man das kann, möchte man das eben auch mal praktisch an die Menschen hinbringen. Und ich bin sicher, wenn man sie anhört, es ist immer schön, wenn man bei den Menschen, bei den Fans, bei den Freunden spürt, dass das etwas bewirkt in ihren Gefühlen. Tja, wir haben heute erfahren, dass es eine neue Doppel-CD gibt. Es geht für Sie auch wieder auf die Bühne. Welche Projekte würden Sie gern noch realisieren? Also ich würde sicher gern nochmal so fürs Publikum auf einer Konzerttournee dabei sein, um einfach noch einmal so als Reggae King aktiv zu sein, dass man nicht einfach so plötzlich verschwindet und Erinnerungen wachrufen an diese ganzen vielen Jahre der Instrumentalmusik. Und ich denke, das klappt schon mal hier und da. Und natürlich auch, wenn es hier und da eine Fernsehsendung gäbe, wobei da hat sich ja sehr viel geändert, kann man jetzt nicht so richtig vorstellen, wo es reinpassen würde. Aber wenn, dann wäre das sehr schön, einfach nochmal nach dieser ruhigen Zeit der Pandemie nochmal zu zeigen, Instrumentalmusik und Gitarrenmusik lebt noch. Das wäre so mein Wunsch. Es wäre auch für andere Instrumentalisten interessant, dass die Instrumentalmusik nochmal so bedeutend wird. Aber ich kann Ihnen eins versprechen, bei uns im Programm bleibt die Instrumentalmusik weiter fester Bestandteil. Und ich gebe Ihnen jetzt gern die Möglichkeit, hier für Ihr neues Album etwas die Werbetrommel zu rühren. Bitteschön. Ja, also das hat mich sehr gefreut, dass es das noch gibt, dass noch Instrumentalmusik gespielt wird. Und ich kann nur sagen, die goldenen Gitarrenklänge von Reggae King kann ich nur jedem empfehlen, weil sie etwas bewirken, was vielleicht jetzt Gesangstitel nicht sind, denn da hat man eine Geschichte, die vorgegeben ist. Bei Instrumentalmusik hört man das und dann hat man seine eigene Geschichte im Kopf. Das ist so, wie wenn man ein Buch liest und die Geschichte oder den Film im Kopf ablaufen lässt. Und wenn man den Film sieht, dann ist es festgelegt. Also so sehe ich das immer. Und das wünsche ich jedem, diese Gefühle bei dieser Musik. Goldene Gitarrenklänge. Dann bedanken wir uns sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit, die Sie uns und unseren Hörern geschenkt haben. Und wenn Sie wollen, können Sie jetzt nochmal unsere Hörer grüßen. Vielen Dank, Reggae King. Ja, hier ist Reggae King. Und ich wünsche den Hörern von Radio 700 weiterhin viel, viel Freude mit dem Sender, mit der Musik, die sie spielen. Und ich hoffe auch, dass wir uns als Publikum, dass ich mich irgendwann sehen lassen kann und dass wir uns da mal sehen. Und da würde ich mich freuen, wenn auch der Radio 700 dann dabei wäre. Vielen Dank.